Sie sind hier, 1. Dezember 2018, 12.21 Uhr, von Stefan Schnülle, Lesedauer, 5 Minuten vergrößern verkleinern. Laura Dahlmeier L. und Simon Schemp sind die Hoffnungsträger der deutschen Ski-EM 2018-19. Urheberrecht Sport 1 Grafik, Getty Images München, die Biathlon-Saison beginnt am Sonntag. Wie stehen die Chancen der Deutschen, wer sind die Favoriten und wann finden die Rennen statt? Sport 1 gibt einen Überblick. Im slowenischen Pokljuka beginnt am Sonntag die neue Biathlon-Saison. Ohne Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beginnen, da diese sich noch im Aufbautraining befindet. Dennoch zählen die deutschen Damen und Herren zu den Podestkandidaten. Biathlon, Weltcup-Auftakt mit der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel. So ab 12 Uhr im Live-Ticker, Sport 1 analysiert vor Saisonbeginn die deutschen Chancen, nennt die internationalen Favoriten sowie fehlenden Stars und listet alle Termine der kommenden Biathlon-Saison auf. So stehen die deutschen Chancen. Damen, ein großes Fragezeichen steht wieder einmal hinter Laura Dahlmeier. Der Biathlon-Star kommt einfach nicht ohne gesundheitliche Probleme durch einen Sommer. In diesem Jahr warf sie ein geschwächten Immunsystems aus der Bahn. Vieles deutet darauf hin, dass sie erst 2019 in den Weltcup einsteigt. Mit dem Gesamtweltcup wird es daher schwer werden, bis zur WM im März sollte die Zeit aber reichen, um ihre Topform zu finden. Bis dahin müssen andere deutschen Damen in die Bresche springen. Denise Herrmann, Franziska Hildebrandt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß sind allen Podestplätze zuzutrauen. Ex-Langläuferin Herrmann ist sogar für den einen oder anderen Sieg gut, wenn es am Schießstand klappt. Herren, mit Sprint-Olympiasieger Arne Pfeiffer und den Weltmeistern Simon Schemp und Benedikt Doll sind gleich hoch dekorierte Männer im Herrenteam. Hinzu kommt mit Erik Lesser ein weiterer Sieg, dem Podestplätze oder auch einmal ein Sieg zuzutrauen sind. Nach der für seinen Verhältnissen mäßigen letzte Saison wird speziell Schemp wieder ein Sprung nach vorne zugetraut. Diesen könnte auch der so laufstarke Doll machen, der vor der Saison eine Kampfansage an die Konkurrenz schickte. Pfeiffer ist in den vergangenen Jahren sowieso die konstanteste deutsche Größe gewesen. Für den Gesamtweltcup wird es für die deutschen Herren wohl alle nicht reichen, weshalb ihr voller Fokus der WM in Schweden gilt. Der deutsche Kader für Pokljuka. Damen, Denise Herrmann, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Franziska Hildebrandt, WSC Clausthal Zellerfeld, Vanessa Hinz, SC Schliersee, Caroline Heuchler, WSC Clausthal Zellerfeld, Franziska Preuß, SC Haag. Über die sechste Athletin wird kurzfristig entschieden. Herren, Benedikt Doll, SZ Breitenau, Philipp Horn, SV Eintracht Frankenhain, Johannes Kühn, WSV Reit im Winkel, Erik Lesser, SV Eintracht Frankenhain, Arne Pfeiffer, WSV Clausthal Zellerfeld, Simon Schemp, SZ Uingen, das sind die internationalen Favoriten. Damen, bei den Damen gibt es in dieser Saison eine klare Favoritin. Der Grund, die üblichen sonstigen Favoriten der vergangenen Jahre sind entweder nicht mehr dabei oder wie im Falle Dahlmeier noch nicht fit. Daher spricht alles dafür, dass Kaisa Mäkäräinen sich erneut die Krone aufsetzt. Allerdings ist die so laufstarke Finnin mit 35 Jahren nicht mehr die allerjüngste. Ihre schärfste Rivalin Anastasia Kuzmina aus der Slowakei ist mit 34 Jahren aber auch nur unwesentlich jünger und hat die mit Abstand beste Saison ihrer Karriere hinter sich. Beide profitieren vor allem von ihren enormen Laufstärke, sollten sie hier etwas nachlassen, könnte die Stunde der exzellenten Schützin Dorothea Viera aus Italien schlagen. Herren, um bei den Herren, den Favoriten zu bestimmen, reicht eine Aufzählung des Gesamtweltcupsiegers in den vergangenen 7 Jahren, Martin Fourcade, 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 Fourcade. In der vergangenen Saison hat mit Johannes Thingnesbø aber zumindest ein Gegner gezeigt, dass er Fourcade an seinem achten Erfolg hindern kann.
Der pfeilschnelle Norweger ist wohl der einzige Athlet, der Fourcade sogar bezwingen kann, wenn dieser fehlerfrei schießt. Um Fourcade die Krone zu entreißen, muss Bill jedoch am Schießstand noch etwas konstanter werden. Außenseiterchancen hat der Russe Anton Schipulin, der in den vergangenen 6 Jahren stets zu den Top 3 Uhr morgens Saisonende zählte. Diese Stars fehlen, sind nicht mehr dabei. Die Biathlon-Fans müssen in dieser Saison auf einige namhafte Athleten verzichten, allen voran ist das Biathlon-Traumpaar Ole Einar Bjørndalen und Daria Domracheva zu nennen. Die lebende Biathlon-Legende aus Norwegen hat mit 44 Jahren dann doch sein Gewehr an den Nagel gehängt. Erstmals seit 1992 fehlt damit der Name Bjørndalen in den Starterlisten. Auch seine sehr erfolgreiche Frau Domracheva hat mit 31 Jahren der Familie zuliebe Schluss gemacht. Die Tschechin Gabriela Kukalova hat ihre Karriere zwar noch nicht offiziell beendet, will aber mindestens eine weitere Saison pausieren. Die deutschen Fans müssen derweil ohne Miriam Gössner auskommen. Nach ihrer Schwangerschaft trainiert die 28-Jährige zwar wieder, will aber in Zukunft nur noch im Langlauf starten. Alle Termine der Weltcup-Saison 2018-2019 Pokljuka, Slowenien, 2. Dezember 2018 Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel 5. Dezember 2018 Einzel, Herren 6. Dezember 2018 Einzel, Damen 7. Dezember 2018 Sprint, Herren 8. Dezember 2018 Sprint, Damen 9. Dezember 2018 Verfolgung, Herren 9. Dezember 2018 Verfolgung, Damenhochfilzen, Österreich 13. Dezember 2018 Sprint, Damen 14. Dezember 2018 Sprint, Herren 15. Dezember 2018 Verfolgung, Damen 15. Dezember 2018 Verfolgung, Herren 16. Dezember 2018 Staffel, Damen 16. Dezember 2018 Staffel, Herren Nové Mesto, Tschechien, 20. Dezember 2018 Sprint, Herren 21. Dezember 2018 Sprint, Damen 22. Dezember 2018 Verfolgung, Herren 22. Dezember 2018 Verfolgung, Damen 23. Dezember 2018 Massenstart, Herren 23. Dezember 2018 Massenstart, Damen Oberhof Deutschland, 10. Januar 2019 Sprint, Damen 11. Januar 2019 Sprint, Herren 12. Januar 2019 Verfolgung, Damen 12. Januar 2019 Verfolgung, Herren 13. Januar 2019 Staffel, Damen 13. Januar 2019 Staffel, Herren Ruhpolding, Deutschland, 16. Januar 2019 Sprint, Herren 17. Januar 2019 Sprint, Damen 18. Januar 2019 Staffel, Herren 19. Januar 2019 Staffel, Damen 20. Januar 2019 Massenstart, Herren 20. Januar 2019 Massenstart, Damen Antolz, Italien, 24. Januar 2019 Sprint, Damen 25. Januar 2019 Sprint, Herren 26. Januar 2019 Verfolgung, Damen 26. Januar 2019 Verfolgung, Herren 27. Januar 2019 Massenstart, Damen 27. Januar 2019 Massenstart, Herren Kenmore, Kanada, 7. Februar 2019 Einzel, Herren 7. Februar 2019 Einzel, Damen 9. Februar 2019 Staffel, Herren 9. Februar 2019 Staffel, Damen 10. Februar 2019 Massenstart, Herren 10. Februar 2019 Massenstart, Damen Soldier Hollow, USA, 15. Februar 2019 Sprint, Herren 16. Februar 2019 Massenstart, Herren 17. Februar 2019 Single Mixed Staffel und Mixed Staffel Östersund, Schweden, WM 7. März 2019 Mixed Staffel 8. März 2019 Sprint, Damen 9. März 2019 Sprint, Herren 10. März 2019 Verfolgung, Damen 10. März 2019 Verfolgung, Herren 12. März 2019 Einzel, Damen 13. März 2019 Einzel, Herren 14. März 2019 Single Mixed Staffel 16. März 2019 Staffel, Damen 16. März 2019
2019 Staffel, Herren 17. März 2019 Massenstart, Damen 17. März 2019 Massenstart, Herren Oslo, Norwegen 21. März 2018 Sprint, Damen 22. März 2018 Sprint, Herren 23. März 2018 Verfolgung, Damen 23. März 2018 Verfolgung, Herren 24. März 2018 Massenstart, Damen 24. März 2018 Massenstart, Herren von Stefan Schnöle folgen @stefsport. Stefan Schnöle, Jahrgang 1989 geboren in Augsburg. Absolvierte während und nach seines Studiums an der Makromedia Hochschule für mehr.